So. Woohoo. Wir laufen weiter mit Heather. Wir sind hier irgendwie auf eine Achterbahn gekommen. Was war das? Es hat sich angehört wie so ein Kind, was geschrien hat. Und was ist das, bitteschön? Ich weiß es nicht. Nein! Los, wir müssen hier weiterlaufen. Ich frage mich sowieso überhaupt, wie Heather hier drauf laufen kann. Das ist gruselig. Pardon. So. Oh oh. Heather, pass auf. Oh mein Gott, ein Illuminat! Du musst dich vor denen in Acht nehmen, Heather. Nein! Verdammt. Platsch. Ja, richtig schön zermatscht. Das ist lecker. Wow, ein roter Bluthintergrund überfällt uns. Oh mein Gott. Jetzt haben wir Angst. Es bleibt schwarz. Und okay, wo sind wir jetzt? Da schläft sie. Ach, ist die süß. Heather. Man schläft doch nicht einfach in irgendwelchen Restaurants oder Cafés. What a nightmare. Ja, das kannst du laut sagen. Was noch schlimmer gewesen wäre, wäre ja, wenn Riesen-Kinder-Zombies auf dich zukommen würden. Das wäre ein richtiger Albtraum auch gewesen, ne? Oh, eine wunderschöne Kette. Ach komm, Heather, die hast du doch bestimmt vom Second-Hand-Laden geklaut. Die brauchst du doch gar nicht so zu verstecken, also. Happy Burger! Oh, sie war im Happy Burger essen und hat uns nicht spendiert. Sag mal, bist du ein Geizhals oder was? Bist du ein Geier geworden? Von wem sind das denn die Schuhe? Die waren ja hässlich. Die sind aus der Mode. Oh, Heather telefoniert. Dad, it's me. Mhm. Yeah. Sorry, I didn't call someone. Egal, ist nicht schlimm. Yeah, I guess I was. Ja, du hast wohl die Zeit vergessen, anyway, ne? Oh, I didn't get that thing you asked me to. Oh oh, was war das denn für ein Ding? Fragezeichen. Okay, nein, das sind böse Gedanken. Los, Illuminaten! Was? Hä? Da belauscht der Typ Heather einfach. Ja, und jetzt nickst du auch noch ganz unschuldig. Heather, I need to speak with you. Woher kennst du unseren Namen? Detective. Schick für dich. Detective? Really? Well, nice talking to you. Tolle Abfuhr. Ciao. Wir lassen dich einfach da stehen. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. Ja, ja, das würde ich auch sagen, wenn ich was ganz Bestimmtes vorhabe, ne? Nein, okay, das ist krank. Also, Heather weiß schon von alleine, wann sie Geburtstag hat, wann sie geboren worden ist. Und der Kameramann quetscht sich da oben in die Schächte rein. Oh mein Gott. Are you still following me? Da hinten ist ein High Heel. Sorry. I'll wait here. Haben wir dich darum gebeten, dass du hier warten solltest? Nein, du komischer 0815-Detektiv-Typ, das haben wir nicht. So, jetzt haben wir wieder die Kontrolle über Heather. Übrigens, der Song im Hintergrund heißt End of Small Sanctuary, glaube ich. Dieser seltsame alte Detektiv ist dort draußen, also gehe ich nicht. Ja, das würde ich auch irgendwie nicht gehen, aber irgendwie müssen wir ja hier rauskommen. Ich meine, wir können ja nicht auf der Toilette übernachten oder leben. Ich mag Spiegel nicht. Es ist fast, als wäre da eine unbekannte Welt auf der anderen Seite. Und die mich anstarrt, bin nicht ich, sondern es ist ein Imitator.
Ich weiß, das klingt dumm, aber ich fühle mich einfach so. Aber wenn ich drüber nachdenke, wird mir nur übel davon. Oh, du hast Angst vor deinem eigenen Spiegelbild, Heather. Das ist wirklich übel. Das ist krank. Komm, wir wollen auf Toilette. Heather muss mal für große Heathers. Nee, Heather muss mal für kleine Heathers, genau. Oh, geklopfe. Schätze, da ist jemand drin. Ja, ist besetzt. Wie unhöflich von mir weiter zu klopfen. Ja, das würde ich auch irgendwie sagen. Ich hätte ja noch nicht mal angeklopft. Ich hätte einfach die Tür aufgerissen und... Hey, du kackst da. Meinst du, du darfst sie kacken? Nein, okay. Das Zeichen auf dem Spiegel. Das kommt mir so bekannt vor. Woher kenne ich das nur? Wo habe ich das schon mal gesehen? Und warum tut mir der Kopf so weh, wenn ich mich zu erinnern versuche? Ich weiß es nicht, dieses Zeichen sieht aus, als hätte es... Oh mein Gott, und jetzt seht ihr alle meine Speicherstände. Ja, jetzt werdet ihr mich alle auslachen, weil ich total der Noob bin und tausendmal speichern muss. Oh mein Gott, ja, freut euch. So, genau. Hier drauf überspeichern wir es. Ja. Speichervorgang abgeschlossen, dankeschön. So. Ja, ein paar Minuten habe ich noch. So, dann gehen wir mal gleich weiter. Warum ist hier nur ein Fenster offen? Damit die kackige, stinkige Luft natürlich rauskommt. Aber was benutzt es Heather? Sie benutzt es als Fluchtweg. Ja, geil, oder? Mal sehen, was wir jetzt alles machen werden. So. Wo geht's hier lang? Hier gibt es... Die Straße ist voller leeren Kisten und anderem Zeug. Ich komme nicht durch. Ja, wie wär's mal mit einfach drüber klettern? Also ich würde ja irgendwie da drüber geklettert sein. Wie Heather da gerade so gelaufen ist, es sah lustig aus. So. Ja, komm, wir joggen mit Heather. Wuhu! Weil wir auch nichts anderes im Leben zu tun haben. Zumal nimmt Heather jetzt... Well, was war das denn? Zumal nimmt Heather jetzt total den Umweg. Nur um vor diesem Mann da wegzugehen. Hier ist ein Van. Na, das ist eine Hilfe. Vielleicht sollte ich drum herum gehen. Auch egal. Aber wie konnte dieses Auto hier parken? Ja, Heather, warum fragst du uns das? Wie wär's mal, wenn du die Illuminaten gefragt hättest? Die wissen das und die wissen auch alles. Hier gab's eine Tür. Und durch diese Tür switchen wir uns jetzt durch. Wuhu! Yeah, wie geil! So, hier gibt's mehrere Türen. Das Schloss ist kaputt. Das Schloss ist kaputt. So, hier ist viel Zeug angeklebt worden. Aber nichts ist nützlich. Ja, das hätte ich auch zu irgendwelchen hässlichen Notizen gesagt. Irgendeine Spinntür. Schloss kaputt. Rennen. Alltag. Schloss kaputt. Da gab es eine Tür. Hier gibt es aber auch eine Tür. So, Leute, da das hier total der Irrgarten ist, wird es... Moment, geht's hier weiter? Nein, das Schloss ist hier auch kaputt. Und hier? Sie ist abgeschlossen. Oh, das heißt, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Gehen wir hier durch. Oh mein Gott, denn hier konnten wir durch. So. Ab hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Ich höre komisches Gequassel. Das war eine Folge Let's Play Silent Hill 3, die allererste Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao Leute, euer Schnaps.